Na? Träumst du oder denkst du? Beides, glaube ich. Und? Wie heißt er? Er? Er heißt Job. Verstehe ich nicht. Fang bei der Stadt an. Ich werde Verwaltungsfachangestellte. Und was macht man als Verwaltungsfachangestellte? Hier, schau's dir an. Schau mal, du bist immer in Kontakt mit Menschen, was mir wirklich sehr liegt. Im Bürgeramt kommen täglich unzählige Menschen mit verschiedenen Anliegen vorbei. Dort stellst du verschiedene Dokumente aus, wie Reisepässe, Personalausweise oder Meldebescheinigungen. Oder auf dem Standesamt, da darf man bei Trauungen dabei sein. Echt? Wow, ist ja voll romantisch. Ja, überleg mal, als Verwaltungsfachangestellte wirkst du bei der Stadt mit. Der Beruf ist total abwechslungsreich und vielfältig. Durch Projekte entwickelst du unsere Stadt mit, regelst das alltägliche Leben für Bürgerinnen und Bürger. Das klingt wirklich perfekt für dich. Hier kann man ja richtig was bewirken. Du kannst aber auch noch viele andere Dinge bei der Stadt machen. Es gibt den gehobenen Verwaltungsdienst. Oder du steigst als IT-Praktikantin ein. Wow, und wie lange geht so eine Ausbildung? Kommt ganz drauf an. In der Regel 3 Jahre, aber wenn du gut bist, kannst du sogar verkürzen. Krieg ich mal. Hey! Ich glaube, zu mir würde eher was anderes besser passen. Ich glaube, die Arbeit mit Kindern würde mir sicherlich viel Spaß machen. Dafür muss ich doch Erzieherin werden, oder? Ja, genau. Denn da bekommst du das nötige pädagogische Fachwissen vermittelt, damit du die Kinder fördern kannst und mit ihren Verhaltensweisen vertraut wirst. Was? Du kannst auch erstmal ein freiwilliges soziales Jahr machen. Dann bist du dir ganz sicher. Aber da fällt mir ein, du liest doch gerne, oder? Ja, dann komm mit. Tada! Ein Paradies für Leseratten. Lass mich raten. Hier gibt's bestimmt auch eine Ausbildung, die man über die Stadt bekommen kann, oder? Na logo. Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek. Dort darfst du Bibliotheksbestände aufbauen und pflegen, Kunden dein allerliebstes Buch empfehlen, aber auch bei Veranstaltungen und Präsentationen planen und organisieren. Hey, stopp! Was machen die zwei denn bei der Stadt? Du mal wieder. Ich bin der Marc, ich mache mein soziales Jahr im Schülerhort. Und ich bin der Robin und mache gerade ein Praktikum in der IT-Abteilung. Hallo, ich bin Annika und ich mache das duale Studium Elementarpädagogik. Hallo, ich bin Sarah. Ich mache gerade meinen Bachelor of Arts in Public Management. Ich heiße Dennis und bin demnächst Verwaltungsfachangestellter. Ich studiere auch dual bei der Stadt Böblingen. Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit. Und auch für dich ist was dabei.